Kopf und der hat mich nicht gesehen. So geil. Hammergeil, oder? Du musst Ja. dich nur ein bisschen so ins Gebüsch legen. Okay. Ich laufe jetzt weiter Immer. nach Scherno, ne? Oder noch geiler ist, Sniper bekommen dich richtig schlecht ins Visier, wenn du in diesem Camouflage schon immer an Waldrändern langläufst. Das war schon im Mod ja so. Ja. Weil die das nicht mehr unterscheiden können. Und irgendwie sieht der Sonnenaufgang voll romantisch aus. Sonnenaufgang Man wird ist jetzt. geil. Alter, davon wird jetzt erstmal ein hammergeiler Screenshot gemacht. Hammer. Warte, Ey, ey, den, ich glaube, das wird mein neues YouTube-Kanalbild. Den Screenshot, den ich gerade gemacht habe. Sagen, warum? Ich stehe mitten auf dem Feld mit meiner gerade beleuchteten M4, voll equipped, und hinter mir ist dieser geile Sonnenaufgang. okay. Wie kann man sich Hammergeil. eigentlich von vorne fotografieren lassen? Alt. Alt, man dreht die Kamera nach vorne, lässt ganz kurz Alt los und haut direkt auf 12. Da, weil, wenn man Alt drückt, kann man nicht irgendwie auch. Also F12. Weil, irgendwie, wenn man Alt drückt, nimmt er das nicht. Und deswegen drückt man dann beides. Und, ja. Weil wegen Baum und Keks. Aber dann guckt man ja sich nicht an, ne? Sondern. Du kannst dann die Kamera drehen ab dann. Ich habe gerade übrigens erstmal meine Lampe wieder ausgestellt. Es wird ja langsam hell. So, posen? Nee, lieber so. So ist viel Aber so schöner. Abend und so finde ich ja geil in Daisy, aber Nacht ist halt scheiße. Ja, Halt. wobei. Ich sag, ey, weißt du, das ist immer Fair Play, das habe ich erst so richtig krass, seit ich in den Niederlanden lebe. Ja, für alle, ich lebe in den Niederlanden. Ich bin kein, ich habe aber immer noch die deutsche Nationalität. Ich sage immer halb statt halt. Okay. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob das mit irgendeinem niederländischen Wort zusammenhängt, weil ich mir Niederländisch als Deutsch spreche aktuell. Oder womit das zusammenhängt, aber das ist ein extremer Fail, weil ich fühle, dafür, ich mag keine Menschen, die sowas machen. Auch nicht, die sagen zum Beispiel, besser wie du. Das hasse ich. Weißt du wieso? Ne. Wie bedeutet das etwas wie? Ist das, ist das, das ist gleich oder. Ja, es ist gleich oder zumindest ähnlich. Aber du kannst nicht sagen, ich bin Ach besser so. wie du. Ach besser. Ah, jetzt Wie du, verstehe das ich. ist ein grammatikalisch, jeder Deutschlehrer, jeder, der Deutsch wirklich kann. Wir haben ein paar Deutsche auf unserer, Inter also ich bin auf unserer Schule, haben wir ein paar Deutsche. Und die echte Deutschlehrerin, die Deutsch studiert hat, die hat den ernsthaft gefragt, ob der aus Deutschland kommt. Weil er Okay. diesen Sa weil er so einen Satz gemacht hat. Den gefragt, ob der noch irgendwie alle Tassen im Schrank hätte. Ich brauche eine 50-Cent-Münze. Ja, ich benutze den Geldtrick, weil ich gerade was trinken möchte, aber. Was ich immer benutze, den ich leg mich halb schlafend auf meine Tastatur und drück dann so einen Finger, leg dann so meine Hände drauf und leg meinen Kopf drauf. Okay. Das ist auch immer geil. Oh, aber das sieht gerade richtig hammergeil aus. Ich glaube, ich werde meine Thumbnails bald so machen von Daisy, dass ich die selbst bearbeite und nicht immer dasselbe. Soll ich dir gleich mal ein hammergeiles Thumbnail schicken, dann? Kannst du machen. Also ein Screenshot, den ich gerade gemacht habe mit dem Hintergrund. Alter, Nee, das wird auch mein neuer. ich will von meinem Charakter, weil dann kann ich immer. Weißt du, wie ich meine? Dann habe ich Aber immer. ey, ich bin auch ein Teil dieses Let's Plays. Ja, wir können ja mal ein Duo-Bild machen, wenn wir uns getroffen Stimmt, haben. das wäre hammergeil. Dann müssten wir eigentlich jetzt beide so hier mitten auf dem Feld stehen, beide voll equipped und dann beide so in so einer, so einer so mit Mittelfinger so in so einer Sonnenuntergang gucken. Ja, Philipp, also Phil macht demnächst jetzt auch mit, ne? Okay. Also, aber er ist kein Kanonenfutter, oder? Nein, der ist richtig gut. Hat er den Mod gut gesch. Du kannst dir die Folgen angucken mit dem. Der sieht Welche einen Folgen? aus meiner alten DayZ-Mod-Folgen. Nö, kein Bock. Der Z-Mod hat sich den zu springen Ich hab letztes Jahr Ostern aufgehört, weil da haben die Standalone angekündigt. Die haben, ich hatte zu der Zeit einen Global Ban von BattleEye. Warum? Nein, ich habe nicht gehackt. Es war ein Key-Stealer. Irgendeiner hat irgendwie durch den Key-Generator mein Key bekommen und hat damit Scheiße veranstaltet. Okay. Das kannte man ja irgendwie. Das ist ja paar Mal öfter geschehen und ja. Ich wollte dann warten, wollte mir direkt die Standalone kaufen und jetzt ist sie erst genau ungefähr ein Jahr, also ungefähr ein Jahr später gekommen. Was ich nicht ganz so toll fand.
Ach komm, dafür, ich sag mal so, sie kam zwar spät, aber dafür ist sie richtig groß und voll geil für eine Alpha. Okay, also irgendwie so, aber ich hätte mir damals, dass sie damals eine Vollversion angekündigt haben, jetzt eine Vollversion erhofft. Die haben damals eine Vollversion angekündigt. Ach, mir ist es egal. Ich bin froh, dass es überhaupt raus ist, von daher. Okay. Und außerdem kannst du so ein Spiel nie als Vollversion rausbringen. Meiner Meinung nach. Da es immer neue Sachen gibt, die du reinbauen kannst. Weißt du, wie ich mein? Und Ich bin da grad. redet Toddle nicht mehr mit mir. Ja, doch, Hallo? Ja. Ich bin grad, der sieht ganz schön bei mir. Okay. Der sie funktioniert nicht mehr. Yippie. Geil. Erste Mal, dass der sie abgestürzt ist. Hammer geil. Und das in der Aufnahme. Richtig geil. Ich stehe gerade, warte, ich stehe gerade irgendwo vor der Military Base. Wo kann ich jetzt hier bitte schon vor der Military Base stehen? Wo ist. Sag mir nicht, du bist bei Lothar. Ich stehe vor so einer kleinen auf einem Berg von so einer Military Base. Okay. Könntest du... Wie heißt die Stadt? Nee, da bist du nicht. Ich komme aber auch nicht auf den Namen der Stadt. Es ist keine Stadt, es ist ein Milli der Stützpunkt. Bist du vielleicht Nordost Airfield? Am Nor? Nee, da komme ich her. Also warst du Nordwest Airfield oder Nordost Airfield? Warst du den kleinen oder Nordwest. den... Ja, dann bist du vielleicht Nordost jetzt. Nein. Alter, wie geil das hell wird. Das habe ich noch nie gesehen, ne? Ich habe immer, wenn ich Ich auf auch noch irgendeinem nicht. Server war, jetzt ist das schon richtig hell und die Farben kommen raus. Ich liebe diese Grafik. Überleg Aber. mal, was das zu eine Verbesserung zum im Gegensatz zum Mod ist. Ja. Ich habe irgendwie immer individuell drin. Auch warum Ja. so nicht schlecht, doch gut. Ich möchte aber sehr hoch haben. Ach, egal, ist das individuell. Ist perfekt. Nee, das packt aber das glaub mir darin, dass es eine Alpha liegt. Gibt es bei manchen Sachen noch nicht mal eine Veränderung, aber es zieht dir trotzdem irgendwie mehr Leistung. Ach so, okay. Das ist manchmal ein bisschen fail und vor allem du eine Aufnahme, wie viel FPS hast du aktuell? 65, aber ich hab's runtergenervt auf 30. Okay, das ist dann ordentlich. Ich nehme auch. Ich habe damals. Ich fand der Mod wesentlich ressourcenfressender als das Daisy, also wie es jetzt ist. Ja, geht. Doch. Klar, vor allen Dingen am Anfang, wenn es sich richtig eingestellt hatte. Ja, okay, dann schon. Boah, ich hätte jetzt. Ich muss mir mal wieder die Oculus Rift von meinem Cousin ausleihen. Eine Oculus Rift, hammergeil. Hammergeil, ich komme dich besuchen, ich will das ausprobieren. Ende des Jahres soll die Vollversion ja rauskommen, ne? Dann hole ich mir die. Wie sieht auf den Screenshot auf einmal so eine Grafik so gammelig aus? Wie bitte? Ja, hier ist es wieder besser. Hammergeil. Ich glaube, das machen wir ganz. Ich laufe sofort nach Ja. Balota durch. Ja, okay, ich komme gerade wieder ins Game rein. Ich höre, kommt nur im Desktop-Hintergrund. Ist auch sehr professionell, ne? Das Spiel bricht im Let's Play ab. Man macht keine Pause. Man denkt, man geht eigentlich sofort wieder ins Spiel rein. Wenn man gerade. Also, zwar natürlich, wenn man jetzt nicht gerade am Aufnehmen ist, vielleicht noch kurz irgendwas was gucken, aber. Nö, ich gehe erstmal wieder Screenshots gucken. Ich sag mal so, Obwohl, ich habe über 4000 Skyrim-Screenshots gemacht auf meinem stimmt. alten Steam-Konto. Okay.
Ich musste von allem, von jeder einzelnen Höhle, ich glaube, hier einen Screenshot fand, weil ich irgendwas gefunden habe, was ich episch fand. Okay. Und wenn's war, das. Keine Ahnung, hübscher Stein. Wünsche mir Glück, dass ich irgendwie was finde am Balota. Mach Hä? ich. Ja. Ich überlege eigentlich jetzt auch, ob ich überhaupt jetzt auch wieder anfange aufzunehmen. Ich müsste mir jetzt eine Festplatte kaufen, wollte ich ja schon gemacht haben. Aber irgendwie gerade. Nee. Vor allen Dingen, ey. Übrigens, crazy raus für eine Frisur, ich gerade habe. Habe ich dir ja schon gesagt, ne? Ja. Oh, mal geil, oder? Mann. Ey, ich finde das so episch, Alter. Ich komme mich zum Spiegel an. Er sagte so: Ja, bist zufrieden hier? Darf ich jetzt dir mal das zeigen mit Gel, weil ich hasse es, Gel in meine Haare zu haben. Ich mag das nicht. Okay. Ich bin kein Mensch, der Gel in seine Haare tut. Keine Ahnung wieso. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, er sagt so zu mir, darf ich aber das ausprobieren? So erlaube ich ihm. Auf einmal, er macht mir so eine Pietsmiet-Betonlocke und ich damit Headset auf. Ich habe so gedacht, wieso habe ich keine Webcam? Dann würde ich jetzt einen Livestream von Daisy machen, aus Prinzip. Und dann wirklich, der würde einfach nur Hashtag Betonlocke heißen. Mir ist scheißegal, egal ob mir keiner zuguckt. Hashtag PietSmietLocke, wenn. Dann guckt ihr eh Nee, Hedge. Leute. Nein, Nein, Betonlocke heißt das ja. Das ist ja die Ja. Betonlocke. Alter, wie die Sonne Ich finde das scheint. so richtig geil, weil ich hab die gerade wirklich, wenn ich mein Headset auf hab, genauso wie er. Ich muss mich morgen erstmal duschen, ne? Weil ich finde, so im Alltag, wenn man so über die Straße läuft, ist das ein bisschen kacke. Warte mal ganz kurz. Ich finde das gerade mit den Sonnenstrahlen richtig geil. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wie das hinter den Baumwipfeln so Hammer geil, aufgeht. ich spawn erstmal in der Army Base. Lol. Es tut mir außerdem leid, dass man im Hintergrund gerade Skype-Geräusche hört. Irgendwie habe ich vergessen, auf beschäftigt zu gehen. Das ist aber nicht sehr professionell. Das kann mal passieren, von daher. Oh doch, ich glaube, ich bin an dem Airfield. Alter, ich glaube, ich bin an dem Airfield. Ich glaube, ich bin am Nord-Airfield. Also Nord, du weißt das Große. Also Nordwest. Ja. Keine Ahnung, frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Und das Geile ist, das Ding ist ungelootet. Dann Lute. Ich muss nach Balota. Ich muss nach Balota. Ich muss nach Balota. Balota. Mein Gott, jetzt hört auf, mich anzuschreiben. Ich weiß, dass ich Fame bin. Ja, Alter, bei mir ist das schlimm, wenn ich mich mal auf Online stelle nach 5 Jahren. Die haben mich schon alle entfernt. So, jetzt muss ich mal ganz normal gehen, weil ich hoffe, hier ein Messer oder so zu finden, womit ich. Ich habe noch nie Power Milk zu mir genommen. Was macht das? Keine Ahnung. Geil, ich gehe ins erste Haus rein, hab sofort ein Backpack, das ist cool. Jetzt brauche ich bitte noch ein Warte, Messer oder bin und. ich bei Lothar? Oh, das ist Schimmeliges. Das mit richtig übelst vielen Hangern hintereinander wird wahrscheinlich ja das ganz große sein, oder? Jo. Ich sag Glaubst mal du so, ja, aber. ich kenne das neue Noah nicht. Ich bin am Sterben. Scheiß drauf, ich muss was Verrottetes essen. Eat. Dann hast du, dann war aber unser Himmel doch in verkehrt in andere Richtung, weil ich bin ja in Richtung Sonnenaufgang gelaufen. Ja, das war ja Noah. Auch Richtung Noah. Bist schon richtig gelaufen. Ach, NWA. Hä? Du hast aber gesagt, warte, du hast aber gesagt, Ja, ist. Sonnenaufgang ist Ja. Richtung Küste. War's auch. War's ja auch. Ich habe keine Ahnung, Toddle. Glaubst du, mich erwarten hier Spieler? Also, wenn du wirklich NWA bist mit einer großen Landebahn, pass auf. Ich glaube, ich bin so gut wie tot, weil ich bin 100%. Alter, ich erkenne doch mein geliebtes Airfield. Erkenne das wohl noch aus den Mod-Zeiten, das Airfield.
Hast du dir schon auf YouTube das kürzeste DayZ-Let's Play der Welt angesehen? Nee. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Nee. Bis zum ersten Tod? Ah. 40 Sekunden. Okay. Sagen wie er es geschafft hat? Er hat das zu Pay, macht seine Begrüßung, rennt los und croucht auf dem Airfield rum.